So kannst du in den Krieg ziehen. Ah! Oh! Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Ah! Ah! Yeah! Was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ihr seht, ich bin hier in ganz krasser Fritz-Meinecke-Manier angekleidet. Cool, dass du auch dabei bist. Mit dabei Mo und Jan. Also, so seltsam. Ich habe dieses Nachtsichtgerät von Call of Duty beschenkt bekommen. Beschenkt, oder? Und wir spielen jetzt eine Runde Verstecken. Wir haben hier diese richtig fette Bergsuite, diesem Hotel, wo wir gerade sind, hier in Zillertal. Und ich dachte, es wäre saugeil, wenn wir das Ding jetzt hier mal ein bisschen auf die Probe stellen und komplett im Dunkeln hier spielen. Das ist so krass für mich. Also, selbst wenn ich jetzt das Licht ausmache, ihr seht jetzt gar nichts. Für mich ist gerade einfach taghell. Ich kann Joey sehen, ich sehe Jan. Ich sehe einfach hier alles. Das ist richtig, richtig crazy, Mann. Dementsprechend wird es für euch auf jeden Fall echt krank schwer, sich zu verstecken. Aber was dieses Hotelzimmer hat, Leute, ist richtig krass. Jause! Jause. Zwischenmahlzeit am Vor- oder Nachmittag. Nachmittagskaffee, kalte Abendmahlzeit. Ey, das Ding ist, ich bin doch so lost mit diesem Ding. So, ich. Ja, jedenfalls hat dieses Hotelzimmer so kleine Dachschrägen, da sind so kleine Kammern, da kann man sich verstecken. Mega dope. Ihr werdet jetzt nicht ganz das gleiche sehen wie ich, sondern nur so ein bisschen abgewandelt. Wir haben ja hier oben so ein Licht. Mach mal an, hier, geht das? Ja, ist schon an. Ihr seht so ein grünes Licht und dann seht ihr quasi mit der Kamera, wie ich filme. Und die anderen filmen sich auch. Und ich würde sagen, Jungs, seid ihr ready? Synchronisiert mal, schmeißt mal eure Kameras an. Okay, gut, dann dürft ihr euch selber filmen. Ich würde sagen, meine Freunde, Jause! Wir jausen jetzt rein, Alter! Rein in die Jause! Okay, gut. Okay, geh in die Ecke, da irgendwo hier in die Kamera. Oder geh auf den Balkon, Revi. Ich richte das mal nach vorne. Ey, das ist so krank, Leute. Ich hoffe mal, ihr seht auf jeden Fall jetzt etwas. Nee, du musst auf den Balkon. Warte. Ah! Ich sehe gar nichts, Alter, mit der Brille. Ja, Alter. Ja, so kannst du den Krieg ziehen. Mega, da würde ich sagen, versteckt euch, auf geht's. In 20 Minuten gibt's Abend, Jause. Ja. Gehen wir hin, gehen wir hin. Ich geh Was? Also, Leute, ich geh in die Sauna. Guck mal hier. Da hier kann man, in der letzte Creep, kann man so drunter. Das habe ich gefunden, das Ding. Der geht gerade in den Schacht. Ah. Okay, Leute. Ich habe die mega Idee. Hier ist so ein creepy Schacht. Ich mache jetzt YouTube an. Ich suche jetzt so eine creepy Musik bei YouTube und dann lasse ich das einfach laufen und Revi kriegt ein Herz. Okay, ich zeige mal ganz kurz hier, wie es hier aussieht. Hier wohnen wir quasi. Ja, da ist unser Haupthaus. Hier ist unser Haus. Ey Jungs, eine Minute, ne? Ich hoffe, ihr seht auf jeden Fall jetzt alles. Ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Licht hier so auf der Nase hängen einfach. Ihr seht das jetzt. Das sieht ja ultra weird aus einfach. Aber es ist richtig krass mit diesem Ding hier, Alter. Das ist wirklich next Level Verstecken, Alter, mit einem Nachtsichtgerät. Wir haben sogar überlegt, das im Wald zu machen. Ist aber halt einfach zu kalt. Lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass wir das machen. Dann dient ihr das auf jeden Fall durch. Ich bin mal gespannt, wo die Jungs sich verstecken, Alter. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wo die Jungs hängen. Und ich werde die Kamera so ein bisschen so halten. Ich hatte auch überlegt, zuerst die GoPro anzuziehen. Das Ding ist, so eine GoPro ist leider vom Licht her nicht so stark. Dementsprechend gehen sie jetzt quasi mit der Cam hier. Und diese Nachtsichtgerät. Alter, meine Füße, ne? Junge. Das ist gut kalt. Ich habe ja hier nicht mal ganz nice einen Bänderriss, Junge. Schau doch auf jeden Fall an der Stelle an deinen Fuß und dann die Dame, mit der ich da zusammengestoßen bin. Oh, das ist einfach. Alter, das ist eng. Das ist einfach ultra eng. Hör zu. Hör dir zu. Alter. Okay. Nee, Alter, ich trau. Alter, was ist das für eine Riesenjause? Ich mache jetzt meine Jause aus. Ah! Au! Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Ja, tschüss. Ich mache jetzt auch mal die Jause aus hier. Ich mache die Mucke an jetzt. Ciao. Ich bin natürlich so eingeklemmt. Also, ich bin jetzt in der Sauna, auf der Sitzbank. Schaut raus. Da draußen, seht ihr? Draußen ist einfach das Badezimmer. Okay, alles klar. Er kommt gleich. Ich mache Licht aus. Wünscht mir Glück. Gut, ich würde sagen, ja, Jungs, Alter, ich komme jetzt einfach, oder? Was geht? Hey Jungs, ich komme jetzt! Leute, guck mal hier, da ist einfach Jody. Da ist Jody einfach in der Cam zu sehen. Oh mein Gott. Wow. Alter, okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal keiner. Ich sehe einfach alles, das ist so krass. Ich sehe einfach taghell, wirklich komplett krass. So, okay. Das heißt, wir haben hier schon mal niemanden in dem Raum hier. Ich dachte gerade einfach, da sitzt jemand, aber ist nicht so. Gucken wir mal hier vorne. Da ist noch keiner. Alter, ist das gruselig, Mann. Okay, hier ist auf jeden Fall der Schrank auf. Ich weiß, ob hier keiner hinter ist. Hä? Okay, hier ist aber auch keiner, oder? Würde ich sagen. Hast du jemanden gesehen? Ich habe gar nichts gesehen. Ich stand hier im Flur. Das Ding ist, das Nachtsichtgerät kann ja auch überablenken. Vielleicht zieht das sogar aus. Das ist halt das Ding, Leute. Die Augen gewöhnen sich halt nicht an die Dunkelheit.
durch das Nachtsichtgerät. Das klingt halt sau dumm, es ist halt wie Cheaten, aber irgendwie ist es ein richtig behinderter Cheat, der eigentlich weiterbringt. Mir ist richtig schwindelig dadurch, ne? Hier mein Spiegel, Dusche, Klo. Kurze Roomtour. Kurze Roomtour an der Stelle. Okay, Leute, jetzt wird's gruselig. Jetzt wird's richtig creepy. Okay, hier ist schon mal niemand. Das Ding ist, die machen natürlich auch alle ihr Licht aus. Ja, das ist ja so krank hier. Ja, okay, ich glaube, hier ist clean. Oh, mein Bänderriss. Keiner hier drin, ne? Kann ja nicht sein, dass die sich... Sind die auf dem Balkon? Ging ja theoretisch auch, ne? Ich dachte, da steht jemand, das bin einfach ich. Dieses Nachtsichtgerät nimmt mir gerade komplett das Leben, Leute. Hier ist auf jeden Fall keiner. Aber wir haben eine sehr schöne Aussicht hier. Schaut mal. Das, was man davon sehen kann, ist schön. Zurück. Okay, Leute, jetzt wird's richtig creepy. Jetzt geht's hier in die Sauna. Und hier ist noch was an der Tür. Oh mein Gott. Sorry. Erschreckt mich nicht so. Das ist alles so zeitversetzt mit diesem Nachtsichtgerät. Guckt mich an. Ich sehe aus wie eine richtig verkrüppelte Spezialeinheit. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hast du das gehört? Ja. Okay. Uff, das war creepy. Die F***te. Die Wehe, diese Musik ist nicht copyright-free. Alter, diese Pflanze hier, Alter. Die sind ja alle hier drin. Ey, ich sehe hier gar nichts, ne? Wo kommt dieses Handy hier? Wo ist diese Musik? Ah! Oh mein Gott. Leute, das ist so schrecklich. Save jemand hier drunter. Oh mein Gott, Leute, ist das gerade schrecklich hier. Ich werde mir gleich so in die Hose scheißen. Du bist gewohnt! Du bist gewohnt! Da, Alter! Au! Ey, ist doch scheiß hier, Leute! Ey, ihr seid so behindert, seid ihr, wisst ihr das? Ihr seid ja so behindert! Da ist einer! Alter! Wo ist der Fritz Reinecke? Alter, ist das hier gruselig. Alter, seid ihr behindert im Kopf. Dieser Reinecke ist aber nicht hier, ne? Junge. Das ist ja wirklich next level krank gewesen gerade. Jan hat ein Nachtsichtgerät an. Mhm. Siehst du ihn? Hey, der ist hier? Irgendwo in diesem Hotelzimmer. Hä? Okay, Leute, das ist next level creepy. Fritz ist in diesem Zimmer hier irgendwo. Aber ich habe ja schon alles durchgeguckt. Ah! Junge, was? Alter! Was für ein Versteck! Junge, Junge, Junge! Alter! Wie krank, Mann! Ultra-Platzangst da drin, also. Hammer, Junge, geil. Junge! Hammer! Ey, diese Musik da drin, ne? Ja, das war die hammer. Die hat mich ja komplett auseinandergenommen. Okay, Leute, ich würde sagen, Runde Nummer 2. Zuerst wurde gefunden Jan, also musst du suchen. Okay, ich muss suchen. Okay, Leute, auf geht der Hase. Let's go, bis gleich. Runde Nummer 2. Wir machen es aber so. Wir filmen Jan so, filmt guck jetzt mal durch das Nachtsichtgerät durch. Guck mal, Hammer. Richtig, richtig crazy. Okay, 3. 2, 1. Habt ihr alle drauf? Jo, jo. Okay, gut. Licht aus. Und dann kann es losgehen. Jan, okay, sucht. Ich gehe wieder auf den Balkon. Geh auf den Balkon, Alter. Boah, wie krass ist das. Okay, Leute. Es geht los. Ich habe folgenden Plan. Ich möchte, also erstmal, wenn die Tür zu ist, richtig clever. Passt mal auf. Ich habe die folgende Idee. Ich will hier oben auf den Spalt laufen. Ich glaube, das kriegt man sogar hin. Auf dem Schrank und ich würde sagen, ich mache jetzt das Licht aus. Bis gleich. Also Leute, ich verstecke mich jetzt in die Küche. Ich muss jetzt zurück. Halt das Handy. Für immer? Lol, als ob du da hochkommst, Moritz. Such dir was anderes aus. Das schaffst du niemals. Junge, Junge, nein! Jetzt stirbst du, weil du fällst auf deinen Koffer. Hilfe! Hilfe! La 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 la, Jause, 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 Jause. Hier sehen Sie das Alpin Hotel Berghaus. Wenn Sie hier einkehren, erwarten Sie schöne Stühle in höchster Qualität, ein verschneites Tal und ganz viele Jausen. Jetzt! 20 Sekunden noch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 10, 9, 8. Drei. Raus, kommt. Ich komme nicht auf diese Perspektive klar. Das ist absolut geil. Das Problem ist nur, Leute, ich sehe meine Füße nicht. Ich sehe nur dieses Ding hier. Wow. Mein Gespür sagt mir irgendwie, die sind diesmal bei Revi. Die sind nicht wieder alle in Jodys Zimmer.
Ey, wenn mich jetzt wer jumpscared, ich guck nur auf dieses f***e Display, dann bin ich tot. Wer hat hier gerade gelacht? Ach so, okay, ja, du schießt. Alter, ich sehe einfach alles, dass du da nackt liegst. Hier vorne ist direkt die Tür. Okay, er kommt, Licht aus. Er hatte das Nachtsichtgerät und er kann damit alles sehen. Ja, ich komme da nicht rein, okay? Das geht schon mal nicht. Du bist einfach so ein Geist. So, das hättest du schon mal nicht angeboten. Das heißt, die sind hier. Keine Ahnung. Ich weiß, wette nur, wo einer ist. Keine Ahnung, wo der Rest ist. So, ich habe eine gute Idee, wie ich die auf jeden Fall alle bekomme. Es ist Jausenzeit! Es ist Jausenzeit! Ihr kleine Jause! Moritz, komm zu Hause. Es gibt lange dicke Würstchen auf der Jause. Ah! Ich dachte, das ist Jody! Oh mein Gott! Okay, hier scheint keiner zu sein. Ey, die sind doch nicht wieder hier. Oh mein Gott. Ich hab mir gerade meine Schulter gebrochen. Oh, die sind doch nicht wieder hier. Ich hab mir gerade meine Schulter gebrochen. Okay, ich geh noch einmal hier rein. Hey, ich hab was gehört. Ey, bitte komm jetzt nicht unterm Bett hervor, dann bin ich tot. Kann mal wer diese Pforte hier aufmachen? Ja. Die Höllenpforte. Nee, ich sehe nichts. Ich kann nicht nach vorne, ich sehe nichts. Keine Chance, ich kann hier nicht rein. Ich sehe... Wenn man jetzt hier drin ist, auf jeden Fall gewinnt. Hä? Ich glaube, Alter, hä, man kann das nicht sehen! Man kann das nicht sehen! Was? Ich stand ja schon die ganze Zeit hier vor. Du hast ja die ganze Zeit diese Piste gemacht mit der Jause, Jause, Jause. Was? Ich war hier oben, hab mich so zusammengerissen. Alter, wie kann das denn sein, dass du mich hier einfach jetzt noch gefunden hast? Ja, weil ich hier gerade hingeguckt habe und da oben guckt so ein Zipfel raus. Okay, ja, jetzt brauche ich nur noch einen. Er hat mich gefunden. Ich jumpe rein und wir suchen jetzt Fritz noch mit. Fritz, gib uns einen Tipp. Jan? Ja? Hilf mal hier runter, Alter. Weißt du, was soll ich jetzt machen? Wie bist du da raufgekommen? Weiß ich nicht. Ich bin hier gespawnt. Geh doch andersrum runter. Mit auf Bauch liegen. Bin ich drauf? Nee, warte. Ja. Oh mein Gott. Okay, du musst mich suchen, ich sehe nichts. Zu krank, dass ich das ausgehalten habe. Das war so lustig. Behinderte Lachen, Alter. Okay, lass uns Fritz suchen. Fritzel, gib einen Tipp. Okay, oben am Schrank ist Fritzel schon mal nicht. Die sind nicht wieder hier. Safe nicht. Hey, Leute. Das ist Next Level Verstecken, das oder? Das ist Next Level, diese Perspektive ist krank. Wo ist der? Nee. So ein Klassiker. Da unten laufen alle Leute zum Essen. Wir spielen hier Verstecken, wie so dumme. Fritzel, gib uns einen Tipp. Fritzel, sagt er. Nein! Junge, was? Was machst du denn immer, Alter? Zu krank, der Kerl! Richtiger Ninja Warrior! In jede Ecke geht er rein! Junge, Junge, Junge! Komplett. Wieder gewonnen! Wildes Video, Alter! Alter. GG und Dick Bro! Hammergeil. Leute, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall von dieser wunderbaren Runde Verstecken. Wenn ihr Bock habt auf mehr Action mit dem Nachtsichtgerät, lasst uns gerne einen Daumen da oben. Nächstes Mal im Wald. Oder auf dem Lost Place, Alter. Junge, geil. In so einer Riesen. Oder in der Jause. Ja, komm. Genau, wir gehen jetzt Jausen, wir haben richtig Hunger. Checkt auf jeden Fall Jans Kanal aus. Schaut mal Mo vorbei und bei Fritz, Leute. Und auch bei Jody und Anna. Und damit sind wir raus. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss.